Hi Leute, Jigsaw hier. Bekommt ihr immer wieder die Nachricht, dass keine SIM-Karte eingelegt ist, obwohl genau das der Fall ist? Für dieses Problem gibt es mehrere Ursachen, wie eine defekte SIM-Karte, Hardware- oder Softwareprobleme mit dem iPhone und noch vieles mehr. In diesem Video gehe ich Schritt für Schritt alle möglichen Gründe durch, damit ihr telefonieren könnt und mobile Daten habt. Los geht's! Probiert zunächst den Flugmodus einzuschalten und ihn danach wieder auszuschalten. Wartet ein paar Sekunden, bevor ihr den Flugmodus wieder ausschaltet. Dadurch versucht sich das iPhone erneut mit dem mobilen Netz zu verbinden. Bei kleineren Problemen auf dem iPhone kann es helfen, einen Neustart zu erzwingen. Die Tastenkombination, um das zu machen, ist je nach iPhone-Modell ein wenig anders. Bei den iPhone-Modellen mit Face ID, also ab dem iPhone X und auch dem iPhone 8, drückt kurz auf die Lauter-Taste, danach die Leiser-Taste und haltet dann die Seitentaste gedrückt, bis das Apple-Logo einmal kurz erscheint. Dann könnt ihr die Tasten loslassen und das iPhone sollte auch schon neu starten. Bei dem iPhone 7 haltet die Leiser-Taste und die Seitentaste gedrückt, bis auch hier das Apple-Logo einmal kurz erscheint. Bei einem iPhone 6s oder früher drückt die Seitentaste zusammen mit dem Home-Button. Versucht als nächstes, die SIM-Karte einmal zu entfernen und danach wieder einzustecken. Dabei könnt ihr auch schauen, ob die SIM-Karte richtig in der Halterung liegt oder vielleicht irgendwelche offensichtlichen Beschädigungen hat. Falls das der Fall ist, kann das der Grund dafür sein, dass das iPhone die SIM-Karte nicht mehr lesen kann. In diesem Fall fragt euren Mobilfunkanbieter nach einer neuen SIM-Karte. Falls die SIM-Karte in Ordnung ist, könnt ihr sie mit einem Tuch reinigen und zurück ins iPhone stecken. Eventuell sind auch eure Mobilfunkeinstellungen nicht mehr aktuell. Der Mobilfunkanbieter aktualisiert von Zeit zu Zeit einige Konfigurationen, um beispielsweise neue Funktionen wie 5G oder WLAN-Anrufe zu ermöglichen. Geht dazu in die Einstellungen, klickt dann auf Allgemein und dann auf Info. Schaut, dass ihr mit eurem WLAN verbunden seid und wenn ihr hier eine Mitteilung seht, dass ein Update verfügbar ist, dann installiert es. Falls auch das nicht funktioniert hat, könnt ihr versuchen, die Netzwerkeinstellungen zurückzusetzen. Dann wisst ihr zumindest, dass das Problem nicht durch falsche Einstellungen auf dem iPhone ausgelöst wird. Öffnet dazu die Einstellungen, klickt auf Allgemein und dann auf iPhone übertragen bzw. zurücksetzen. Klickt dann auf Zurücksetzen und wählt Netzwerkeinstellungen. Nachdem ihr das Passwort eingegeben habt, sollte das iPhone neu starten und alle Netzwerkeinstellungen sollten zurückgesetzt werden. Bedeutet, die WLAN-Passwörter, aber auch irgendwelche VPN-Einstellungen werden zurückgesetzt. Persönliche Daten bleiben natürlich erhalten. Okay, wenn ich euch weiterhelfen konnte, würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn ihr Fragen habt oder euch wünscht, dass ich ein Video zu einem anderen Thema aufnehme, dann einfach in die Kommentare damit. Bis zum nächsten Mal, ciao!